Hallo, ich bin Emily. Ich studiere Psychologie an der Hochschule Fresenius Düsseldorf. Und ich zeige euch jetzt den neuen Campus des Fachbereichs Wirtschaft und Medien in der Franklinstraße. Jetzt sind wir auf dem Vorplatz der ehemaligen Volkshochschule. Diesen nutzen wir für unsere Sommer- und Winterfeste, aber auch für unsere Immatrikulationsveranstaltung im September. Das ist das Erdgeschoss des frisch renovierten Gebäudes. Hier finden wir die Büros der Mitarbeiter, aber auch unsere Beratungsräume für Studieninteressierte. Das ist die Service Lounge, der vielleicht wichtigste Raum für uns Studierenden. Denn hier gehen wir hin, wenn wir Unterlagen brauchen, den Raum nicht finden können oder einen richtigen Ansprechpartner suchen. Hier ist einer unserer Seminarräume. Ausgestattet mit modernster Medientechnik können wir Studierende hier in kleinen Gruppen interaktiv und gemeinsam lernen. In aller Regel kennen die Dozierenden unsere Namen und können uns so individuell begleiten. Nicht nur die Aussicht macht die Räume im Dachgeschoss zu etwas Besonderem, sondern auch ihre individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel für Workshops und Bewerbungstrainings. All diese Angebote sind für uns Studierende kostenlos. Jetzt sind wir im Erdgeschoss. Hier finden wir die Bibliothek, den Aster und vereinzelte Stillarbeitsräume. Die Bibliothek ist wie immer ein Ort zum konzentrierten Lesen und Lernen. Der Aster kümmert sich um unsere studentischen Belange, wie beispielsweise die Opening- und Closing-Partys, aber auch um Arbeits- und Wohnungsvermittlungen. Jetzt sind wir in der alten Turnhalle des Gebäudes. Das sehen wir an der einen oder anderen Stelle auch noch. Hier ist ein Raum entstanden, an dem wir zusammen unsere Pausen verbringen können. Zudem finden wir hier jetzt das Pioneer Lab. Das ist die erste Anlaufstelle für Studierende aus allen Fachbereichen, wenn wir gerne einen Startup gründen möchten oder Begleitung bei den ersten Schritten brauchen. Das ist die Aula der Hochschule. Der Raum, den wir Studierenden als erstes und als letztes sehen. Denn hier finden die Immatrikulationsveranstaltungen statt und auch die Abschlussprüfungen. So, jetzt haben wir alles gesehen, was es am Campus für Wirtschaft und Medien im Düsseldorfer Standort zu entdecken gibt. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt.